Martha und ihre magische Tasche. Ups, cooles Klettergerüst. Hi, ich bin leider runtergefallen. Ich versuch's nochmal. Keine Sorge, Spotty. Ich bin vorsichtig. Okay. Ich bin oben. Na also. Ja, ich habe es geschafft, Spotty. Und was könnte ich noch machen? Oh, ich habe eine Idee. Spotty, das ist keine Pfütze, sondern ein Ozean. Und wir müssen ihn überqueren. Wie machen wir das? Keine Sorge, hier gibt es keine Haie. Glaub ich. Hallo, Smarta. Gibt's ein Problem? Wer war das? Ich bin Philipp. Das ist mein Name. Aha, hallo. Philipp ist ein schöner Name. Danke, das freut mich. Philipp, wir suchen einen Weg, den Ozean zu überqueren. Den Ozean? Ach so, du hast Glück, Martha. Ich kenne einen Zauberspruch, der deine Beine länger machen kann. Dann könnt ihr durch das Wasser waten, ohne dass dein schönes Kleid nass wird. Prima. Und was muss ich sagen? Moment. Ich weiß es. Sag einfach, ich weiß, dass ich alles kann. Drum werden diese Beine lang. Ha, das hört sich ja lustig an. Ich versuche es. So, Spotty, bist du soweit? Hab keine Angst. Ich weiß, dass ich alles kann. Drum werden diese Beine lang. Philipp, es hat nicht funktioniert. Smarta, du müsstest doch wissen, dass Hunde Pfoten haben. Ja, klar. Also, ich weiß, dass ich alles kann. Drum werden diese Pfoten lang. Wow! Ha, Spotty! Du bist fast so groß wie eine Giraffe. Nur haben Giraffen einen langen Hals, du aber nicht. Oh, ich könnte deinen Hals länger machen. Dann eben nicht. Okay, jetzt mache ich meine Beine länger. Ich weiß, dass ich alles kann. Drum werden diese Beine lang. Kaum zu glauben. Das ist super. Jetzt bin ich größer als Mama und Papa. Sie werden erstaunt sein, wenn sie mich sehen. Danke, Philipp. Und tschüss. Gern geschehen. Tschüss. Vergiss aber nicht. Ha, jetzt können wir jedes Meer und jeden Ozean überqueren. Wir haben es geschafft, Spotty. Wir haben den Ozean überquert. Aber nun brauchen wir wieder normale Beine und Pfoten. Denn es ist anstrengend, auf langen Beinen lange zu gehen. Mal überlegen. Welcher Zauberspruch macht Beine kürzer? Spotty, weißt du's? Hat Philipp irgendetwas darüber gesagt? Na, sowas aber auch. Und wir haben vergessen, ihn nach dem Zauberspruch zu fragen. Das wird schon wieder. Mal überlegen. Also für lange Beine muss man Folgendes sagen. Ich weiß, dass ich alles kann. Drum werden diese Beine lang.
Jetzt sind meine Beine noch länger. Spotty! Du musst mir helfen. Ich kann auf diesen langen Beinen ja gar nicht gehen. Geh und such Philipp. Frag ihn nach dem Zauberspruch, mit dem man Beine wieder kürzer machen kann. Also beim nächsten Mal muss ich mit Zaubersprüchen aber vorsichtiger sein. Spotty, da bist du ja. Hast du die Zauberformel? Sag sie mir. Das hört sich komisch an. Ich glaub nicht, dass das funktioniert. Was machen wir denn jetzt? Ich hab eine Idee. Ich mache meine Beine einfach noch länger. Von hoch oben kann ich Philipp entdecken und ihn nach dem Zauberspruch fragen. Ich weiß, dass ich alles kann. Drum werden diese Beine lang. Wow! Oho! Das ist ja wunderschön! Ganz schön windig. Philipp! Ich bin hier! Philipp, du musst uns helfen! Oho! Na, du bist aber gewachsen, smarter! Philipp, bitte hilf mir! Ich kann mit diesen langen Beinen nicht nach Hause gehen. Meine Eltern würden mich nicht erkennen. Welche Zauberformel kann meine Beine kürzer machen? Das ist leicht. Sag einfach, kurze Beine, bitte kommt wieder. Ich möchte meine alten Glieder. Das hat Spotty also gesagt. In Hundesprache. Okay, ich versuch's. Kurze Beine, bitte kommt wieder. Ich möchte meine alten Glieder. Hurra! Puh, so ist es viel besser. Ja, jetzt bist du dran. Kurze Pfoten, bitte kommt wieder. Spotty möchte seine alten Glieder. Vielen Dank, Philipp. Das war klasse. Aber in Zukunft lösen wir unsere Probleme ohne Magie. Gute Idee. Aber jetzt musst du aufstehen. Smarter, smarter, smarter. Smarter, wach auf. Es ist Zeit aufzustehen. Smarta und ihre magische Tasche. Hallo, ich bin Smarta. Ich bin zu Hause, weil ich krank bin. Mir ist langweilig. Ich rufe meine Freundin Amaya an. Navigator, hey! Navigator, hey! Ich bin Navigator, hey, bring dich von A nach B. Gib die Adresse an, dann zeig ich dir den Weg. Frag einfach Navigator, hey, ich finde den kürzesten Weg. Zeig dir, in welche Richtung es geht. Hallo, Smarter! Hallo, sag, können wir bitte Amaya anrufen? Na klar doch!
Was kitzelt? Entschuldigung. Hallo? Amaya? Hallo, Smarta. Warum bist du nicht im Kindergarten? Ich bin krank. Das tut mir leid. Ich wünsche dir gute Besserung. Danke, Amaya. Das ist lieb von dir. Oh, da kommt die Kindergärtnerin. Ich muss auflegen. Tschüss. Smarta, ist dir etwa langweilig? Ja. Lass uns Vicky rufen. Vielleicht kann sie dir einen Tipp geben, damit du schnell wieder gesund wirst. Hallo, Smarta. Was fehlt dir denn? Hallo, Vicky. Ich hab Halsweh. Was soll ich machen? Trink einen heißen Tee. Kommst du mit in die Küche? Ja. Mama hat in der Thermosflasche Tee gemacht. Interessant. Warum nicht in der Kanne? Eine Thermosflasche hält Getränke warm. In einer normalen Kanne wäre dein Tee sicher schon ganz kalt geworden. Aha, ich verstehe. Ha, er ist immer noch heiß. Du brauchst Vitamine. Trink den Tee mit Zitrone. Ist das vielleicht eine Zitrone? Nein! Stimmt, das ist ein Apfel. Schau mal, sind das Zitronen? Nein! Haha, das sind Süßigkeiten. Sind das Zitronen? Ja! Eine Scheibe müsste genügen. Man kann auch Himbeermarmelade reintun. Smarta, du solltest warme Socken anziehen. Okay. Aber ich weiß nicht, wo sie sind. Spotty, kannst du bitte warme Socken bringen? Spotty, sind das etwa Socken? Smarta, schlüpf unter die Decke. Ich bin mir sicher, dir wird's schon bald wieder besser gehen. Mir ist so langweilig. Lass uns etwas Spaßiges machen. Wir könnten ja ein Lied singen. Sing doch auch mit. Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Augen, Ohren, Mund und Nasen.
Smarta und ihre magische Tasche. Ach, ich hätte auch gerne Superkräfte. Aber ich kann weder fliegen, noch Felsen hochheben oder Gedanken lesen. Was ist denn, Spotty? Möchtest du tanzen? Ich weiß es. Du willst Gassi gehen. Stell dir mal vor, wie es wäre, wenn du Superkräfte hättest. Haha. Los, Spotty, gehen wir. Smarta! Hallo, Rob! Hallo, Smarta! Hast du Lust, Fußball zu spielen? Fußball? Wo ist denn Bob? Bob hat sich den Knöchel verstaucht und muss sich ausruhen. Der Arme. Hast du ihn besucht? Nein, ich habe keine Zeit. Ich will Fußball spielen. Rob, wenn dein Freund krank ist, solltest du ihn besuchen und ihm Äpfel bringen oder Orangen. Warum denn das? Na, weil Obst gesund ist. Dann kommt Bob schneller wieder auf die Beine. Buchstäblich. Abgemacht. Erst gehen wir in den Laden und dann zu Bob. Hey! Hey! Ich bin Navigator, hey, bring dich von A nach B. Die Adresse ein, dann zeig ich dir den Weg. Frag einfach Navigator, hey, ich finde den kürzesten Weg. Zeig dir, in welche Richtung es geht. Hallo, Smarta. Hallo, hey. Kannst du uns bitte sagen, wie wir in den Laden kommen? Ihr müsst zur Bushaltestelle gehen und dort rechts abbiegen. Geht weiter bis zum Brunnen. Links neben dem Brunnen ist der Laden. Danke, hey! Das ist die Bushaltestelle. Wo müssen wir lang? Nach links oder rechts? Nach rechts! Danke! Da ist der Brunnen, ja. Der Laden ist links davon. Da ist er. Spotty, warte hier. Hm.
Welches sind die Äpfel? Die rechts. Ja, genau. Äpfel sind hart und glänzend. Pfirsiche sind weich und glänzen nicht. Orangen und Mandarinen sehen sich ähnlich. Aber Mandarinen sind kleiner und etwas flacher. Orangen sind groß und rund. Und jetzt gehen wir zu Bob. Hallo, Bob. Hallo. Hallo, Freunde. Ich freue mich, dass ihr mich besucht. Das ist für dich. Werde schnell wieder gesund. Ich habe niemanden zum Fußballspielen. Dankeschön. Es geht mir schon viel, viel besser. Ich bin müde. Wäre ich eine Superheldin, dann wäre ich nicht zu müde, um zu spielen. Smarta, ein Superheld macht nicht nur außergewöhnliche Dinge. Sich um ein Haustier kümmern, einem Freund helfen, das sind Dinge, die wahre Superhelden tun. Smarta, Smarta, meine kleine Superheldin. Smarta und ihre magische Tasche. Spotty, ich bin fast fertig. Ich bin gleich soweit. Fertig. Hallo, ich bin Smarta. Und das ist mein Hund Spotty. Endlich bin ich mit meinen Hausaufgaben fertig. Oh oh, draußen ist es dunkel. Ich möchte wissen, wie spät es ist. Fragen wir Navigator Hey. Navigator Hey. Von A nach B, gib die Adresse an, dann zeig ich dir den Weg. Frag einfach Navigator, hey, ich finde den kürzesten Weg. Zeig dir, in welche Richtung es geht. Hallo, Smarta! Wo wollt ihr denn hingehen? Hallo! Kannst du uns bitte sagen, wie spät es ist? Wie spät ist es? Ich muss nachschauen. 7:30. Dankeschön, hey. Nicht zu danken. Spotty, hab keine Angst. Was das wohl war? Oh. Nein, ich möchte nicht nachschauen gehen, was das war. Jemand braucht unsere Hilfe. Hörst du? Oh. Es kommt aus dem Keller. Wir müssen nachschauen gehen. Navigator, hey! 7:45. Was? Ich dachte, du wolltest wissen, wie spät es ist. Nein, dieses Mal brauche ich eine Taschenlampe. Taschenlampe? Wofür denn? Ich muss in den dunklen Keller. Okay, Smarta. Dankeschön, hey.
Hört ihr das? Huch, es ist so dunkel. Oh, was ist das? Ein Kinderwagen. Stimmt, das ist ein Kinderwagen. Ui, oh, was ist das? Ein Dreirad. Stimmt. Ich dachte, das sei ein Monster. Haha. Psst. Hört ihr das? Es klopft. Was ist das? Ein Fenster. Ja, der Wind schlägt es auf und zu. Da war es schon wieder. Es kommt von da. Also um Hilfe gerufen. Dankeschön, hey. Gern geschehen. Das war ein spannendes Abenteuer. Das Kätzchen ist süß. Aber wir haben ja schon Spotty. Ich glaube, ich sollte das Kätzchen füttern und dann seinen Halter finden. Was könnte ich ihm zum Essen geben? Vielleicht Käse? Na? Smarter und ihre magische Tasche. Meine kleine Prinzessin bekommt ein wunderschönes Schloss mit verborgenen Zimmern, damit sie niemand finden und mir wegnehmen kann. Hallo, ich bin Smarter. Ich baue für meine Prinzessin ein wunderschönes Schloss. Hahaha. Oh, ich könnte für mich selbst ja auch einen verborgenen Raum bauen. Einen geheimen Platz, von dem außer mir niemand etwas weiß. Und wo soll ich das Versteck bauen? Das Haus ist groß. Ah, warum frage ich nicht einfach hey? Aber dann kennt ja jemand mein Geheimversteck. Was soll's? Das ist okay. Hey! Hey, bring dich von A nach B. Gib die Adresse an, dann zeig ich dir den Weg. Frag einfach Navigator, hey. Ich finde den kürzesten Weg. Zeig dir, in welche Richtung es geht. Hallo, Smarter. Was machst du? Hallo, ich verrate dir ein Geheimnis. Du darfst aber niemandem davon erzählen. Oh, dann brauchen wir dafür ein Passwort.
Nur wer das Passwort kennt, darf von unserem Geheimnis wissen. Einen Moment. Fertig? Los, erzähl! Okay. Hör gut zu. Ich habe mich entschieden, hier im Haus ein geheimes Versteck zu bauen. Ich brauche dafür einen guten Platz. Hast du vielleicht eine Idee? Nur nicht im Keller. Da ist es gruselig. Wie wäre es mit der Speisekammer? Nein, die ist klein und stickig. Ja, du hast recht. In der Küche? Da kann ich mich doch nirgends verstecken. Ah, ich hab's. Wir haben doch einen Dachboden. Stimmt, sehr gut, Smarter. Los, gehen wir mal hoch. Wow, ich war noch nie hier oben. Hier ist es auch gar nicht gruselig. Hier ist ein guter Platz. Fangen wir an. So können wir es lassen, oder? Ja! Ich denke, so ist es gut. Aber ich glaube, da fehlt noch was. Betten? Ja. Wir müssen noch Decken und Kissen holen. Was zu essen und Wasser. Wir brauchen auch noch Spielzeug und Taschenlampen. Stimmt. Und eine Schnur und eine Glocke. Was hast du denn vor? Komm mit! Gehen wir alles holen! Was denkst du? In welchem Zimmer können wir Decken und Kissen finden? In der Küche? Im Schlafzimmer? Oder im Kinderzimmer? Im Schlafzimmer! Und wo gibt es Wasser und was zu essen? In der Küche. Und Spielzeug? Im Kinderzimmer. Hurra! Danke! Ich brauche eine Taschenlampe, eine Schnur und eine Glocke. Hier ist es gemütlich. Und wofür sind die Schnur und die Glocke? Daraus machen wir ein Warnsignal. Ich spanne die Schnur einfach über den Boden, gleich neben der Treppe, und binde die Glocke daran. Wenn jemand auf den Dachboden kommt, berührt er die Schnur. Dann läutet die Glocke und wir werden gewarnt, dass jemand kommt. Wow! Es kommt ja gar niemand. Wie können wir ausprobieren, ob es funktioniert? Ruf doch Spotty! Ja, genau! Aber dann kennt er ja unser geheimes Versteck. Schon okay. Dann spielen wir eben zu dritt. Spot!
Spotty! Spotty! Hilfst du mir bitte, ihn zu rufen? Spotty! Es funktioniert! Hallo, Spotty! Komm hierher! Spotty, willkommen in unserem geheimen Club. Du kannst dich hier mit uns verstecken. Smarta und ihre magische Tasche. Hallo, ich bin Smarta. Es regnet schon den ganzen Tag. Ich gehe aber trotzdem raus, denn ich habe ja einen Regenschirm. Das ist ein Geschenk. Ich möchte den Schirm gleich mal ausprobieren. Ich möchte in die Pfütze springen. Ich muss die richtigen Schuhe anziehen. Was soll ich anziehen? Sandalen oder Gummistiefel? Gummistiefel! Danke! Jetzt kann ich rausgehen und im Regen spielen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe trockene Strümpfe. So ein Pech. Ich wollte doch im Regen spielen. Vielleicht hat es nur hier aufgehört zu regnen und woanders regnet es immer noch. Spotty, lass uns auf den Spielplatz gehen. Nein, ich gehe da nicht rein. Freunde, hallo, hat es hier auch geregnet? Du hast ihn doch reingeworfen. Jetzt hol ihn raus. Aber du hast ihn nicht gefangen. Was ist denn los, Jungs? Ciao! Tja, eine große Pfütze. Und die ist sicher auch sehr tief. Denkst du, Spotty kann den Ball holen? Hol ihn, Spotty. Los! Haha! Spotty mag kein Wasser. Ich hol den Ball. Was? Ich wollte ja sowieso in Pfützen springen. Hier, bitteschön. Vielen Dank, Smarta. Der Trick mit dem Regenschirm war wirklich klasse. Sehr praktisch. Ja, praktisch und schön. Schade nur, dass ich den Schirm nicht benutzen konnte. Als ich aus dem Haus kam, hat's aufgehört zu regnen. Wie wär's? Sollen wir es für dich regnen lassen? Wie denn? Sind die Dame und ihr Regenschirm bereit? Aber klar doch! Drei, zwei, eins, los! Hurra! Endlich kann ich meinen neuen Regenschirm ausprobieren. Na sowas. War das etwa schon alles? Was ist denn los? Bob, stehst du etwa auf dem Schlauch? Nein. Woran könnte es denn dann liegen? Ah,
Lasst uns am Schlauch entlang gehen und nachschauen. Schaut mal, ein Loch. Ich frage mich, wie das passiert ist. Ist doch egal. Wir müssen das Loch irgendwie abkleben. Ich habe eine Idee für ein neues Spiel. Alles klar. Fertig. Die Autowaschanlage hat geöffnet. Die ersten Kunden warten schon. Juhu! Das war gute Arbeit, Bob. Dankeschön. Kannst du auch meinen Roller waschen? Nein, das ist keine gute Idee, denn dein Roller ist aus Metall gemacht. Er würde rosten. Was könnten wir sonst noch waschen? Smarta und ihre magische Tasche. Guten Morgen, Kinder. Der Unterricht beginnt. Herr Krokodil, wie viel ist 2 plus 2? Da hat wohl jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist doch einfach. Das Ergebnis ist 4. Du solltest dich in Zukunft ein bisschen mehr anstrengen. Okay, addieren könnt ihr also noch nicht. Probieren wir es mal mit dividieren. Na gut. Wie viel ist 6 geteilt durch 3? Aha. Ihr wisst es nicht. Oh, also ehrlich gesagt, weiß ich es auch nicht. Naja, egal. Es ist nicht schlimm, dass ich es nicht weiß. Ich habe jetzt keine Lust mehr, Schule zu spielen. Ich ruhe mich aus. Smarta, ich kann dir beibringen, wie man dividiert und multipliziert. Ich will nicht. Außerdem hab ich doch dich. Du kannst rechnen. Und wenn ich mal nicht da bin? Mach dir darüber keine Gedanken. Na gut. Freunde, es gibt ein Problem. Smarta möchte nicht lernen, wie man dividiert und multipliziert. Ich habe eine Idee, aber pst. Hallo, Smarta. Hallo, hey, wie geht's? Nicht so gut. Ist etwas passiert? Unser Freund Kalki macht in Afrika Urlaub.
Er hat uns einen Brief und eine Kiste Bananen geschickt. Hier, schau. Okay. Hallo Freunde. Ich habe euch Bananen geschickt. Damit niemand traurig ist, soll jeder gleich viele Bananen bekommen. Das ist aber nett. Wo ist das Paket? Oh, das sind aber viele. Ich verstehe aber nicht, wo das Problem liegt. Tja, wie sollen wir sie aufteilen, wenn wir nicht dividieren können? Kalki ist nicht da. Er macht das sonst immer. Ich kann euch ja helfen. Ich hätte lernen sollen, wie man dividiert. Wir schaffen das. Zählen wir die Bananen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aha, es sind 9 Bananen. Prima. Und für wen sind die? Na, für mich, Smarta, Talkie und Vicky. Also für euch 3. Das bedeutet, wir müssen die 9 Bananen durch 3 teilen. Also 9 durch 3. Wie rechnet man das aus? Rufen wir Karl. Geht nicht. Er ist im Urlaub. Okay. Wir bekommen das schon hin. Eine Banane für dich. Eine für dich. Eine für dich. Noch eine Banane für dich. Eine für dich. Und eine für dich. Jetzt bekommt jeder von euch noch eine Banane. Fertig. Wir haben es geschafft. Jeder bekommt 3 Bananen. 9 geteilt durch 3 ist also 3. Gut gemacht, Smarta. Kalki, du bist zurück. Ich war gar nicht weg, Smarta. Wir wollten, dass du lernst, wie man dividiert. Ich liebe die Mathematik. Wenn du in die Schule kommst, lernst du viele interessante Dinge. Smarta, bist du denn bereit für die Schule? Nein, wie meinst du das? Mama kümmert sich doch um alles. Ich weiß, aber hast du denn mittlerweile schon deine Schultasche gepackt? Nein, du hast recht. Ich muss meine Schultasche packen. Tschüss! Was brauche ich für die Schule? Meinen Rucksack. Da kann ich die Schulsachen reintun. Und was noch? Das ist Fluffy. Kann er mir beim Lernen helfen? Nein! Ja, stimmt. Ich muss es selbst lernen. Soll ich ein Lineal einpacken? Ja! Okay. Ein Heft? Ja! Einen Laserpointer? Nein! Kugelschreiber und Stifte? Ja! Smarta und ihre magische Tasche. Hallo, ich bin Smarta. Amaya kommt gleich vorbei. Wir wollen in die Berge. Hahaha, ich weiß, Spotty, ich weiß. Hilfst du mir, die Sachen zu packen, die man für die Berge braucht? Ja! Was ist das? Ein Rucksack! Brauche ich ihn? Ja! Brauche ich Stöckelschuhe? Nein! Eine Thermosflasche. Wenn man heißen Tee reinfüllt, bleibt der Tee lange warm. Brauchen wir sie? Ja! Brauche ich eine Jacke? Ja! Dankeschön! Ich brauche auch ein Zelt. Einen Schlafsack. Einen Kompass.
und warme Socken. Hallo, Smarta. Schau mal, ich bin bereit für ein neues Abenteuer. Prima. Hast du Essen dabei? Natürlich. Wie wird es ohne meine magische Tasche sein? Navigator, hey! Navigator, hey! Ich bin Navigator, hey, bring dich von A nach B. Gib die Adresse an, dann zeig ich dir den Weg. Frag einfach Navigator, hey, ich finde den kürzesten Weg. Zeig dir, in welche Richtung es geht. Hallo, Freunde! Wo wollt ihr denn heute hin? Wir gehen in die Berge. Wow, cool! Smarta, wenn ihr in die Berge wollt, müsst ihr in einem Flugzeug fliegen. Ich bin noch nie in einem Flugzeug geflogen. Das macht Spaß. Wir müssen ein Taxi rufen und zum Flughafen fahren. Wir müssen einchecken und unser Gepäck aufgeben. Und dann steigen wir ins Flugzeug. Vielen Dank, Navigator Hey. Prima. Ich nehme meine magische Tasche mit. Taxi! Das Taxi ist da! Smarta, wir müssen zum Check-in-Schalter. Ja, stimmt. Hallo, eure Papiere bitte. Wie toll! Wow! Smarta und Amalia, gebucht auf den Flug in die Berge, geht bitte an Bord. Wow, wir fliegen aber schnell. Unser Flugzeug hat einen starken Motor. Deshalb ist es so schnell.
Stell dir vor, Smarta, wir sind sogar schneller als der Schall. Mein Papa hat mir das erzählt. Oh, wie toll! Mir gefällt es zu fliegen. Bald werden wir landen, dann können wir wandern gehen. Doch im Moment fliegt das Flugzeug hoch über den Wolken. Smarta und ihre magische Tasche. Hallo, ich bin Smarta. Mama möchte, dass ich für sie einkaufen gehe. Sie will heute einen Topf kochen. Der schmeckt immer lecker. Sie hat für mich eine Einkaufsliste geschrieben. Hilfst du mir? Ja! Super! Was brauche ich, wenn ich einkaufen gehe? Bügeleisen? Nein! Natürlich nicht! Was sollte ich denn da bügeln? Eine Tasche? Ja! Richtig! Am besten, ich nehme meine magische Tasche mit, denn da passt viel rein. Gut! Soll ich meinen Hund auch mitnehmen? Ja! Besser nicht! Hunde dürfen nicht in den Supermarkt. Muss ich noch was mitnehmen? Ach ja! Brauche ich Geld? Ja! Ja, stimmt! Ohne Geld kann man nichts kaufen. Ich glaube, ich habe alles. Können wir gehen? Nein! Was fehlt noch? Die Einkaufsliste! Oh, stimmt! Ihr habt recht! Wenn ich keine Einkaufsliste habe, kaufe ich vielleicht unnötige Dinge, wie Eis oder Chips. Haha! Los gehen wir! Halt! Wo muss ich denn hin? Wo ist denn der nächste Supermarkt? Wen könnte ich denn fragen? Hey! Ja, genau! Ich scheine heute ein bisschen schwer vom Begriff zu sein. Hey! Ich bin Navigator, hey, bring dich von A nach B. Gib die Adresse an, dann zeig ich dir den Weg. Frag einfach Navigator, hey, ich finde den kürzesten Weg. Zeig dir, in welche Richtung es geht. Hallo, Smarta, wo geht's denn hin? Hallo, hey! Mama möchte, dass ich meiner Oma Gebäck bringe. Oh nein, so ein Quatsch! Ich muss im Supermarkt einkaufen. Mama kocht heute einen Topf. Oh, ich liebe einen Topf. Du bekommst auch was davon. Aber zuerst muss ich einkaufen gehen. Weißt du, wo der nächste Supermarkt ist? Klar weiß ich das. Schau her. Geh Richtung Park. Am See vorbei. Dann kommst du direkt zum Supermarkt. Das ist einfach. Danke, hey. Gern geschehen, Smarta. Ruf mich zum Essen. Jetzt gehen wir einkaufen. Kommt! Ich habe leider nichts zum Essen dabei. Ich werde euch auf dem Rückweg füttern.
sind wir. Wir dürfen nichts vergessen. Deshalb brauchen wir die Einkaufsliste. Richtig. Ich brauche Fleisch. In welcher Abteilung gibt es Fleisch? Süßwaren, Meeresfrüchte oder Metzgerei? Metzgerei! Gehen wir nachschauen. Guten Tag. Können Sie mir bitte ein Kilo Rindfleisch am Stück geben? Dankeschön. Was steht noch auf der Liste? Rote Beete, Kohl, Kartoffeln und Karotten. Das sind Gemüse. In welche Abteilung muss ich als nächstes gehen? Obst- und Gemüseabteilung. Ja, stimmt. Gehen wir. Als erstes brauche ich rote Beete. Aber wie sieht Beete aus? Aha, alles klar. Wir brauchen zwei davon. Und jetzt Kohl. Sehr gut. Wir nehmen einen Kopf. Als nächstes brauchen wir Kartoffeln. Und zwar 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt fehlen nur noch Karotten. Wir brauchen 4 Karotten. 1, 2, 3, 4. Na also, als letztes brauchen wir noch Brot. Ich weiß, wo es Brot gibt. In der Bäckerei. Los gehen wir! Jetzt können wir zur Kasse. Ich habe keine Münze mit einer 9 drauf. Kalki! Ich bin Kalki, hab mit deinen Hut. Ob Plus oder Minus im Rechnen bin ich gut. Gib die Zahlen ein, egal was du brauchst. Ich rechne es für dich aus. Ich rechne es für dich aus. Ich rechne es für dich aus. Smarter hat 5 Münzen. Welche Zahlen seht ihr? 1, 1, 3, 5, 7. Die Zahl 9 ist aber leider nicht dabei. Oh, wenn wir die Münze mit der 5 nehmen und die Münze mit der 3, dann haben wir 8. Das ist zu wenig. Der Einkauf kostet 9 Münzen. Denk nach, Smarter. Was, wenn wir noch eine Münze nehmen? Dann... Oh, dann haben wir 9. Hurra!
hätten wir. Wir haben alles eingekauft. Gehen wir nach Hause. Die Entchen haben Hunger. Kommt her! Smarta und ihre magische Tasche. Hallo, ich bin Smarta und das ist mein Hund Spotty. Wir malen Bilder aus geometrischen Formen. Spotty, womit fangen wir an? Das ist einfach. Kannst du mir sagen, wie diese Formen heißen? Ja! Was ist das? Ein Rechteck! Sehr gut! Und was ist das für eine Form? Ein Dreieck. Richtig. Wir haben ein schönes kleines Haus gemalt. Aus einem Quadrat machen wir ein Fenster. Und aus einem Kreis eine Sonne. So. Spotty, lass uns noch ein Haus zeichnen. Hast du gewusst, dass es auch dreieckige Häuser gibt? Ich will versuchen, ein dreieckiges Haus zu zeichnen. Ich habe so ein Haus in einem Buch gesehen, aber weiß nicht mehr, wie man es nennt. So, ich bin fertig. Wenn ich nur wüsste, wie es heißt. Titi, Pitti. Oh, ich frage Vicky. Vicky! Hallo, ich bin Vicky. Ich bin eine Enzyklopädie. Ich weiß sehr viele Sachen, du musst mich einfach fragen. Mit mir macht Lernen Spaß. Ich gebe dir Antwort, wenn du fragst. Hallo Vicky, wir malen Häuser. Sag mir bitte, wie nennt man so ein dreieckiges Haus? Genau genommen ist das ein Zelt. Die Bauweise ist fast immer dieselbe. In Amerika nennt man dieses Zelt Tipi. Menschen, die im hohen Norden Russlands leben, nennen dieses Zelt Chum. Man kann diese Zelte ganz einfach abbauen und an einem anderen Ort wieder aufbauen. Das ist ja interessant und praktisch. Das ist ein Halbkreis. Soll ich damit ein Haus zeichnen? Gibt es denn halbkreisförmige Häuser? Ja, gibt es. Und zwar bei den Eskimos. Weißt du, woraus man sie macht? Aus Eiscreme? Natürlich nicht. Eskimos bauen ihre Häuser aus Schnee. Man nennt sie Igloo. Es gibt so viele verschiedene Häuser. Spotty, gut gemacht. Du hast dein Haus gemacht. Das ist ein Haus auf Rädern.
Man kann damit rumfahren und darin wohnen. Wie nennt man das nochmal? Weißt du es? Wohnmobil. Richtig, Wohnmobil. Es gibt sehr viele verschiedene Häuser. Das wusste ich ja gar nicht. Danke für deine Hilfe. Ich bin gespannt, was wir nächstes Mal lernen werden. Tschüss.